wer Gott mich geschaffen hat, kamen andere, meine Teamkameraden und meine Mitmenschen zum Aufblühen bringen. Und ein junger Mann hat es erlebt und hat so eine Herzensveränderung auf diesem Camp durchgemacht. Und ich finde das sehr cool, Johnny, dass du gesagt hast, du bist bereit, uns da reinblicken zu lassen, wie du in einer konkreten Alltagssituation so einen Wandel erlebt hast. Du darfst gerne nach vorne kommen. Danke, Johnny. Und uns einfach mal mit hineinnehmen und davon berichten. Also ich bin dieses Jahr das dritte Mal auf dem Dustcamp gewesen und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, dieses Jahr Captain zu sein von einem Team, was, wie ich finde, wunderbar zusammengestellt wurde. Und wir haben eigentlich gut funktioniert als Team, haben Niederlagen und Siege bekommen und so war es halt, dass wir dann im Lacrosse-Finale standen und einige wissen von den Menschen, die hier sind, wahrscheinlich, dass Lacrosse meine absolute Lieblingssportart ist. Am Anfang lief es halt erstmal so, wie es lief. Wir lagen relativ früh halt hinten und ich habe gemerkt, dass es immer mehr dazu gekommen ist, dass ich mehr demotiviert war und nicht mehr darauf geschaut habe, dass ich für mein Team einen Dienst leisten darf, sondern richtig wieder in diesem Modus war, dass ich das irgendwie schaffen muss alleine. Und da bin ich in so ein altes Muster verfallen, was ich früher häufig hatte. Einfach, dass ich ich wollte immer siegen. Und da habe ich dann nach dem Spiel habe ich gemerkt, okay, da ist irgendwas, was in meinem Herzen gerade nicht ganz richtig läuft. Und zwar war das einfach dieser Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich als Captain in dem Moment nicht für mein Team da sein konnte. Da kamen Gefühle in mir hoch, dass ich irgendwie versagt hätte als Captain. Und das war nicht schön. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich mich gerade, also ich habe mich gefragt, von wem lasse ich mich gerade leiten? Was bestimmt meinen Wert? Und in dem Moment habe ich mich von diesem Wert bestimmen lassen, dass ich irgendwas leisten muss, dass ich gut sein muss, dass ich Präsenz zeigen muss, aber eigentlich erfahren durfte, dass Gott mein Retter ist und ich durch ihn ein Sieger sein darf. Danke, Johnny. Das war eine von vielen Veränderungen, die wir auf dem Camp erleben durften. Wir hatten einen Zeugnisteil noch, wo Teilnehmer oder auch Mitarbeiter erzählt haben von dem, was sie im Leben auf dem Camp erlebt haben. Und es war immer wieder schön zu sehen, wie so oft wir trotzdem, und ich glaube, es wird oft und immer wieder passieren, in diesen alten Mustern drinnen stecken. Aber wie es immer öfter passiert, dass wir in diesen Situationen frühzeitig erkennen können, ich muss mir selber nicht mehr beweisen, wer ich bin. Sondern ich kann zu Jesus gehen, kann es abgeben und sagen, danke Jesus, dass du mich geschaffen hast, dass ich gut bin, wie ich bin. Und ich will aufmachen und dich durch mich wirken lassen. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit. Die Band darf schon mal nach vorne kommen, wo wir hineinstarten dürfen und wo wir einfach gemeinsam als Gemeinde vor Gott treten dürfen. Amen. Wie sehr ich sie liebe, Ruhe in deiner Nähe, aller Lärm vergeht, nun sprich zu mir her, nur um dich soll es gehen, ich halte inne und höre, und nichts lenkt mich ab, Herr, ich weiß, mein Herz will. Ich will dich umgehen, überwältigt dir.
Abraham und auch Sarah, dass sie oft eine Entscheidung treffen mussten, ob sie sich für das Gute entscheiden oder gegen das Gute. Es gibt eine Geschichte, wo zwei Könige kommen und da ist ein König, der ist total böse und der sagt, hey, ich gebe dir allen Reichtum, aber du musst mir die Seele geben, dieser Leute. Und es gibt einen anderen König und einen Priester, den Melchisedek, und der sagt, hey, ich diene dir. Und ich will euch ermutigen, wenn ihr sagt, hey, ich will diesem Jesus nachfolgen, in jedem Moment, zu jedem Zeitpunkt mit uns aufzustehen und dieses nächste Lied zu singen und es so zu bekennen, Jesus, du bist die Liebe meines Lebens und ich will dir folgen, egal wo du hingehst. Meines Lebens, Jesus.
Fesseln ist. Du stellst mich auf festen Grund und jetzt weiß ich, und ich lieb dich und ich brauch dich, auch wenn die Welt vergeht, ich lass dich niemals los. Mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir, du bist so gut.
erwarte mich von deiner Treue. Lass ich mich tragen, ja, ich vertraue auf dich. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut. Du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut. Du bist so, so gut zu mir. Wow, was für ein krasses Lied, wenn man das so singen kann. Ich glaube, manchmal kann man das gar nicht so für sein Leben sehen. Und dann ist es gut, dass wir in Gemeinschaft gestellt sind und dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass es Leute gibt, die einen mittragen dadurch. Und wir haben da ganz viel euch als Gemeinde zu verdanken und sind euch da sehr dankbar. Und ich würde gerne nochmal den Timotheus nach vorne bitten. Ich will euch noch mal kurz erzählen, wie wir das gemerkt haben. Ihr habt vielleicht mal unsere E-Mails gelesen vom Gebetsteam. Und für uns ist es schon sehr bewegend zu merken, dass es am Anfang sich manchmal angefühlt hat wie so eine Wand. Und auch wir da drin waren, zu merken, na, wir würden so gern, dass die Jugendlichen verstehen, dass diese Sehnsüchte von Gott nie das Problem sind, sondern die Art und Weise, wie wir es beantworten. Und dass es bei ihm diese Freiheit gibt, zu ihm zu gehen. Und ich weiß, wir waren selber als Team, kommt man schnell in diese Momente, in so einer Vorbereitung, wo man denkt, wir müssen das aus eigener Kraft schaffen, wir müssen es produzieren. Und dann war dieser Gebetsdonnerstag vor dem Dustcamp, wo wir einfach drei von unseren Leitern mit da waren. Und wir kamen einfach runter von diesem Trip. Und es war eine Überführung und in dem Moment auch eine Zusage, wie wir gespürt haben, durch diese Zeit einfach, wo Leute hier von euch mitgebetet haben. Und wir sind dann gleichen Tag noch eher hingefahren als Leitungsteam, um dort nochmal vor Ort auch zu beten, um einfach dort zu sein, an jedem Ort, in jeder Situation. Und wir haben gespürt, wie da wirklich was geschieht. Und ein konkretes Beispiel will ich noch gern erzählen. Wir hatten als Leitungsteam an einem Abend so, ja, man ist immer eine coole Möglichkeit, wir waren ziemlich müde, viele kurze Nächte lagen hinter uns. Und wir dachten so, ja gut, das macht man mal jetzt auf dem Camp, wir waschen morgen früh mal unseren Mitarbeitern allen die Füße. Und das hat sich jetzt nicht irgendwie geistlich angefühlt und nie einer im Gebet, sondern einfach, machen wir mal, ja, alle Bereichsleiter mit ins Boot genommen, morgen früh, eine halbe Stunde eher oder 10 Minuten eher, Füße waschen, haben wir gesagt. Und dann, also nein, nur das hier, das war nicht irgendwie sonst wie, sondern okay, wir machen das. Und wir haben an diesem Morgen die Füße gewaschen, alle waren müde und den einen hat es bestimmt was Gutes getan, es hat sich vielleicht auch ein bisschen komisch angefühlt. Und dann sind wir in die nächste Zeit gegangen und nach der Predigt sind Durchbrüche ganz viel passiert, wo Menschen das erkennen durften unter Schmerzen, zu merken, ich kann es nicht selber, aber ich habe diese Sehnsucht, ich brauche diesen Jesus, entweder neu oder das erste Mal. Und wir waren geflasht davon, wie Gottes Geist es ist, der wirkt im Leben von diesen jungen Menschen, wo man erst das Gefühl hatte, man kommt nicht an. Und es ging eine ganze Zeit bis zum Mittagessen, wir haben das dann miteinander gefeiert, dass Gott diese Wunden und Verletzungen zeigt und dass es gut ist, das zu erkennen und sich einzugestehen, ich kann es nicht.
Und dann gehe ich am Nachmittag an eine Stelle, die sind sehr rar auf diesem Gelände, wo ich Internet habe, und habe eine Rückmeldung aus dem Gebetsteam gekriegt von uns. Und wir hatten vorher keinen Kontakt, das muss man nochmal feststellen an der Stelle, oder festhalten. Und sie schrieb, dass sie diesen Eindruck hat und wirklich spürt, dass es so dieses Bild aus der Bibel ist, es ist heiliger Boden, und sie glaubt, wir müssen an einer Stelle irgendwann mal die Schuhe ausziehen, um neu dort diese Kraft von Gott zu empfangen und dann als Zeichen, dass es ein Feuer gibt, wo der Feind keine Chance mehr hat, die Menschen zu vernebeln. Und ja, wir in unserer Haltung so, ja, Füße waschen. Wir hatten an diesem Morgen alle die Schuhe aus, ohne dass sich jemand hingestellt hat. Gebetseindruck, ihr müsst jetzt alle Schuhe aus. Gar nicht. Das ist, hat Gott vorbereitet. Er hat es der Beterin gezeigt. Wir haben es durchgeführt in unserer Verpeilung und in so einem müden Zustand. Aber wir sehen dort, Gott spricht und Gott führt. Und vielen Dank an euch als Gemeinde, an uns als Gemeinde. Das ist so ein Privileg, da zusammen zu ringen und das zu nehmen und dass ihr so hinter dieser Arbeit steht. Vielen Dank. Und ich will noch ein weiteres Dank sagen an Gott, weil der für diese Camparbeit über 130 Menschen beruft, mitzuarbeiten, die sich das antun, in diese Prozesse reinzugehen und sich zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein Dank an unseren Schöpfer. Und ich lade euch ein, alle, die irgendwie mitarbeiten bei diesen Camps, ob im Hintergrund, steht mal auf. Ich will einen Applaus, aber nicht für euch tatsächlich, sondern für den Gott, der euch geschaffen hat und euch zur Verfügung stellt. Aber damit wir sehen, wie dieser Gott ist, ihr dürft an dieser Stelle einfach mal aufstehen. Überall. Vielen Dank. Vielen Dank. Da oben sitzen noch ganz viele. Für uns als Leiter ist es ein Privileg, dass Gott euch uns anvertraut hat und dass wir zusammen da reingehen dürfen. Dankeschön. Und es gibt ein paar von diesen jungen Mitarbeitern, leite ich gleich mal über, oder? Ein paar von diesen jungen Mitarbeitern, die ja vor vier Wochen sich vorgestellt haben. Und die Gemeinde hat gesagt, Timmy, das müssen wir nochmal prüfen, fahr bitte mehrere Wochen mit denen auf Camps und prüf das mal, ob das wirklich funktioniert, dass die Teil oder Mitglieder in unserer Gemeinde sind. Sind die also alle mitgefahren und ihr, die ihr euch jetzt angesprochen fühlt, ne, wir haben das ja besprochen, kommt da jetzt mal vor, ihr werdet jetzt in die Gemeinde aufgenommen, weil ich habe festgestellt, viele, die haben das verstanden. Auch wenn es nie immer so gelingt im Alltag, das ist normal, aber die haben was Tiefes verstanden und die wollen Teil dieser Gemeinde sein und sagen als Mitglied, wir wollen andere Menschen dort mit hineinführen. Und kommt vor zu mir, ich habe euch ja schon das Privileg, das jetzt hier zu machen. Falls es noch einen gibt, der vielleicht schon im Urlaub oder so ist, holen wir das auch noch nach. Der eine oder andere befürchtet, ach, hinter mir ist auch noch einer, jetzt gehe ich hier rüber. Hochgeschlichen. So viele, da muss ich sogar an den Rand gehen und das gefällt mir an diesem Bild auch, dass ich rübergehen darf, weil ihr seid diese jungen Leute, die sagen, okay, wir wollen das lernen, dass nicht die Sehnsucht irgendwie das Problem ist, sondern wir dürfen uns nach diesem Jesus in jeder Situation ausstrecken. Der Jonathan hat das erzählt, Johnny. Und ihr lasst euch aber auch darin leiten und das ist ein Privileg. Und es jetzt würde zu lange dauern, glaube ich, euch jeden in einzelnen Bibelvers kriegt ihr aber alles noch. Aber für heute habe ich einen Bibelvers, der für euch alle gilt und auf den ihr euch immer wieder stellen dürft. Den tragt ihr auch an eurem Arm zufälligerweise. Weil viel mehr wissen wir, wenn jemand in Christus ist, durch das Kreuz, ne? Wenn jemand durch das Kreuz in Christus, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, was es selber versucht zu beantworten, ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und wir freuen uns als Gemeinde, dass ihr sagt, ihr seid Mitglieder und ihr wollt das mitgestalten, ihr wollt das weitergeben. Und ich würde gern dafür beten und euch segnen. Und ich lade uns als Gemeinde ein, aufzustehen dazu. Ich sage nochmal eure Namen. Jonathan, Toni, Nathanael, Thaddäus, Emily, Salome, Tobi, Tobias. Genau. Jesus, was für ein Geschenk, dass diese jungen Leute sich haben rausreißen lassen aus diesem alten System. Und sie sagen, sie wollen dir nachfolgen, wollen dich anbeten, was es auch immer kostet. Ich danke dir, dass du sie in diese Gemeinde gestellt hast, hier in deine Gemeinde, und dass du uns zutraust, sie da drin zu begleiten und zu leiten, auf dich hin immer wieder neu. Und ich bete, dass sie nicht in der alten Denkweise, wo sie es selber schaffen müssen, Gemeinde bauen, sondern dass sie in diese neuen
Denkweise, in der revolutionären Denkweise, in der du alles bist, lernen zu leben und dass du durch sie die Gemeinde zum Segen setzt für andere und sie innerhalb dieser Gemeinde zum Segen gesetzt werden. Und dass sie aber auch gleichzeitig erleben dürfen, wie sie getragen sind in Phasen, wo sie das gerade selber nie sehen können und nicht an dir festhalten können. Ich bete um Glauben und dass Jesus eurem Unglauben hilft in Momenten, wo das alles versucht wird, ins Wanken zu geraten. Ich bete für euer Herz, dass ihr immer wieder neu vom Heiligen Geist umspült werdet und erlebt, wie die Samen, die Gottes Wort ausstreut, in euch zum Wachsen bringt, zum Aufblühen und dadurch sie Frucht bringen. Dass eure Herzen weich sind für den, der zu euch spricht. Und ich segne euch mit dem Frieden Gottes, der all euren Verstand übersteigt, dass eure Herzen und eure Gedanken bewahrt sind in Jesus Christus. Amen. Amen. Herzlich willkommen, cool, dass ihr dabei seid. Und ihr kriegt auch noch ein Dankeschön. Vielen Dank, Timmy, nochmal. Ja, danke, liebe Gemeinde, für euer Gebet, eure Unterstützung. Und danke auch für alle, die in irgendeiner Weise Geld gespendet haben. Wir glauben und wir wollen immer darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt, auch in diesem Camp mit Geld. Und ich weiß, dass Gott uns versorgt durch Menschen, durch euch, die das finanziell unterstützt. Und deswegen ist jetzt auch nochmal der Zeitpunkt, wo wir die Kollekte einsammeln werden. Und wenn ihr einen Ruf von Gott hört, da was reinzugeben, dann tut es gerne. In dieser Zeit wollen wir nochmal ein paar Ansagen machen und dazu bitte ich auch nochmal den Uli Mann nach vorne. Ja. Ja, heute gilt auch nach dem Camp bis vor dem Camp. Am Dienstag geht das Change Camp los und dort haben wir die Freude, dass ich glaube etwa knapp 40 Leute aus der Ukraine mit dabei sind, 10, 15 Deutsche mit dabei sind und wir wollen natürlich auch dieses Camp im Gebet mittragen. Und wer sagt, Mensch, Mittwoch 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr, das ist für mich eine gute Zeit, hier im Gemeindehaus mit dem Uli zusammen zu beten und mit dem ganzen Gebetsteam, das sich auch mittendrin, also sowieso auch jeden Mittwoch trifft. Kommt einfach mit dazu, lasst uns hier gemeinsam Zeit verbringen, um intensiv für dieses Camp zu beten, dass Gott auch solche Durchbrüche dort schenkt, wie wir sie hier beim Camp erleben durften. Denn Gott ist nichts unmöglich, das haben wir jetzt gesehen und er wird weitermachen, davon bin ich zutiefst überzeugt. Lasst uns ihn einfach von ganzem Herzen bitten. Wir wollen diese evangelistische Schiene auch weiterverfolgen und zwar am 25. August hier im Haus, dann nochmal in einem ganz anderen Kontext. Manche wissen vielleicht am 24.8., man kann sich das gut merken, 2, 4, 8, ne? 2 mal 2 ist 4, 4 mal 2 ist 8. Also 24.8., das ist der Nationalfeiertag, der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Nun haben wir gedacht, an dem Tag wird so viel los sein, wir gehen einen Tag später auf den 25.8. und wollen hier im Saal dann alle einladen, diesen Tag mit uns nachzufeiern mit ganz verschiedenen Elementen. Es wird also hier eine große Sandmalerei auf einem riesen Bildschirm geben, der eine ganz tolle Geschichte erzählt, so unter der Überschrift Feuer der Liebe. Wir werden einen Chor dabei haben, wir werden ein sogenanntes Defilé, also das heißt, es wird Mode geben, die historisch typisch ukrainisch ist und da so eine kleine Modenschau dabei haben. Und wir werden natürlich auch eine evangelistische Predigt haben. Und ihr seid eingeladen, als ukrainische Leute genauso wie als deutsche Leute mit dabei zu sein, weil wir wollen, dass das ein Fest wird, was aus deutschen und ukrainischen Leuten miteinander gefeiert wird. Und hinterher gibt es Kaffee und Kuchen. Und wenn ihr sagt, Mensch, da gehe ich gerne hin und ich bringe auch einen Kuchen mit, schreibt mir einfach ein E-Mail, Uli, ich bringe einen Kuchen mit, ich bin dabei. Und wer vorher oder hinterher ein bisschen Zeit hat, 16 Uhr, 25.8., 16 Uhr wird die Feier sein. Wer davor und danach ein bisschen Zeit hat, kann mir auch gerne ein E-Mail schreiben. Wir finden Beschäftigung für euch. Und dann habe ich von der Toilette mir etwas zustecken lassen, nämlich ein Smartphone. Und wer mir beschreiben kann, wie es aussieht und eins vermisst, seitdem er auf Toilette war, dem schenke ich es auch. Dankeschön. Danke, Uli. Darf ich da nochmal, ich habe das vergessen, und ihr unterzujubeln, kleines Anliegen. Am Dienstag müssen diese ganzen ukrainischen Jugendlichen in das Camp gefahren werden. Wer sagt, ich habe gerade Zeit. Wir haben Autos dafür, ich bräuchte noch ein oder zwei Fahrer, die einfach mit mir früh um 8, 40 Jugendliche einmal ins Vogtland und dann fahren wir wieder zurück. Dann könnt ihr euch bei mir melden, nicht bei Uli diesmal.
Danke, danke. Okay, ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen aufnahmefähig. Eine Ansage habe ich noch, und zwar am 21.08., glaube ich, ist das Stadtfestgottesdienst auf dem Theaterplatz. Also der Gottesdienst, genau, Stadtfestgottesdienst, ein ökumenischer, und danach ist noch Funky Worship Konzert. Genau, ich würde gerne noch für die Sachen beten, Gott danken, und wem es möglich ist, einmal aufstehen bitte. Gott, ich danke dir, dass du sagst, du willst unsere Bedürfnisse stillen. Du kennst die Wünsche unseres Herzens. Und ich danke dir, dass, wenn es weh tut, oft das ein Sieg ist, den wir erringen können oder den du schon errungen hast, und wir dürfen es einnehmen mit dir. Ich danke dir für die Camps. Ich danke dir für jeden Beter im Hintergrund, für jede finanzielle Unterstützung, jede materielle Unterstützung durch Autos oder Ähnliches. Herr, dass du das als Segen wieder zurückfließen lässt. Und ich danke dir auch für das Change Camp, was stattfinden kann. Ich danke dir für die Leiter und die Mitarbeiter, die sich dort dir zur Verfügung stellen und da wirklich im Vertrauen vorwärts gehen. Danke, dass du das schon siehst und weißt, was dort passiert. Und ich bete, Herr, dass du genauso dort Mauern einreißt und Gefangene freimachst. Ja. Und Blinde sehen. Ja, das hast du zugesagt. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. Danke für alle, die heute wieder finanziell unterstützt haben. Jesus, danke, dass du unser Versorger bist in allem. Amen. Ihr könnt euch setzen. Genau, jetzt ist tatsächlich auch der Gottesdienst so gut wie vorbei. Ich möchte euch, sie gerne herzlich einladen, noch da zu bleiben, einen Kaffee zu genießen oder andere Getränke. Vielleicht habt ihr Lust, mit dem einen oder anderen Camper mal ins Gespräch zu kommen und zu fragen, was hast du so erlebt auf dem Camp? Und ansonsten würde ich dann den Lukas nach vorne bitten, der wird uns noch den Segen zusprechen, und an alle Eltern dann bitte noch die Information, die Kinder abzuholen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie sind, aber ansonsten Mehrzweckraum geht es über die Terrasse, und auch die Klos können jetzt nur noch von draußen erreicht werden. Also es gibt hier hinten einmal ein Klo, aber alle anderen müssen wieder drumherum um die Kletterwand und dort hinten wieder rein. Genau. Ansonsten, Lukas, darfst du jetzt nach vorne kommen, und dann werden wir noch zum Schluss ein Lied singen. Ich finde es ziemlich schön, dass wir uns jetzt gemeinsam unter den Segen Gottes stellen dürfen, dass wir uns von Gott segnen lassen können, und anschließend geht es hinein in die neue Woche, und wir singen dann als vielleicht Antwort auf diesen Segen das Lied I will go wherever you lead me. Als Gesegnete dürfen wir das bewusst singen und losgehen. Gott geht mit und will uns und wird uns gebrauchen. Und dein Friede ist es, Gott, der größer ist als all unser menschlicher Verstand. Und er wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Jesus Christus. Amen. I'll walk with you through day and night.
turn to you and see the light. My heart gets stronger every time I fix my eyes on you alone. I know you never let me go, 'cause you are with me. Amen.